Hallo liebe Weltallkinder, heute ist Donnerstag, der 5. Dezember. Ja, die letzten Tage bin ich nicht wirklich zum Film gekommen. Ich hatte einmal draußen gefilmt, aber dann hat der Akku von meiner Kamera rumgesponnen. Und ich hatte plötzlich keinen Akku mehr, obwohl ich eigentlich noch viel mehr hätte haben sollen, keine Ahnung. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal, weil das einfach abgebrochen hat. und ich mich da zu der Uhrzeit auch relativ unwohl so gefühlt habe. Ich dachte so, ich hätte einen einigermaßen ruhigen Ort. Aber dann sind da ständig Leute vorbeigekommen. Und ja. Ich dachte, ich meine es so, dass ich, keine Ahnung, das einfach in Ruhe machen kann. Ohne dass ich da ständig Angst habe, dass irgendjemand jetzt irgendwie gerade kommt. Obwohl es natürlich eigentlich egal wäre, wenn das irgendjemand hört. Aber ja, da ist momentan noch zu viele Komplexe, würde ich sagen. An dem Sonntag, wo ich das letzte Mal gefilmt habe, war es dann abends noch so, dass ich Aromatherapie gemacht habe. Weil man ja auch so durch Gerüche und so mehr ins Jetzt kommen kann. Das habe ich bei so einer Hippie-Therapeutin gemacht, die ist total lieb. Die kenne ich auch schon von einem vorherigen Aufenthalt. Und währenddessen habe ich dann auch so meditiert und hatte das Gefühl, dann irgendwie auch teilweise eben loslassen zu können. Also mir ging es danach richtig gut. Beim Abendessen wurde ich dann sogar angesprochen, dass ich ja lächle. Also, ist mit Patienten dann auch sogar aufgefallen. Dann war ich noch spazieren draußen. Kam dann auf die Idee, Bäume zu umarmen, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich habe mich dabei dann aber ein bisschen komisch gefühlt. Dass es halt komisch aussieht oder so, wenn das jemand sieht. Ich würde aber sagen, das hat sich richtig gut angefühlt, weil ich mag so Meditation, die irgendwie auch so mit der Natur zusammenhängen irgendwie. Und auch so Baummeditation. Und ich finde, so eine Baummeditation zu machen, während man einen Baum umarmt, ist dann auch nochmal was, ein Erlebnis. Und irgendwie bin ich dann wieder mehr so ins Fühlen reingekommen. Und dann war tatsächlich mein Tinnitus für ein paar Minuten noch weg. Ich habe dann aber irgendwie zu arg reingehorcht, ob der noch da ist, und dann ist er wiedergekommen. Ich weiß nicht. Wenn man Tinnitus hat, also zumindest jetzt bei mir gerade in der Anfangszeit, ist da immer wieder so eine Art auch reinhorchen, da ist der gerade da oder nicht. Obwohl das dann natürlich auch noch irgendwie verstärken kann, aber irgendwie passiert mir das leider irgendwie immer wieder. Und abends habe ich an dem Tag dann noch mich mit meinem Zeichenkram in den Aufenthaltsraum gesetzt und nicht im Zimmer gezeichnet, sondern bin ein bisschen mal rausgekommen. Und habe dann noch mit einem anderen Mitpatienten gezeichnet. Dann unter der Woche, ich hatte dann auch Kunsttherapie. Da habe ich Stück für Stück angefangen, einfach nur eher so abstrakt zu malen. Obwohl ich früher eigentlich jemand war, der eher realistisch gemalt hat. Aber dieses Jahr kam es irgendwie, dass ich immer mehr auch so ins Abstrakte gegangen bin, was ich davor nur sehr selten gemacht habe. Ich dann halt auch so, irgendwie so diesen Wunsch gespürt habe, einfach nur mit Farbe rumzupanschen. Also dass es gar nicht irgendwie um das Ergebnis geht, sondern einfach so, wow, die Farbe sieht schön aus, wenn ich da jetzt rumdings mit dem Pinsel, dann vermischt sich das. Also allein, dass der Vorgang
auch schon irgendwie ein Erleben ist und nicht so sehr das dann zählt, wie das dann am Ende dann aussieht, sondern dass sich das Bild dann einfach so Stück für Stück ergibt und ich jetzt nicht vorher weiß, wie das dann am Ende aussieht, sondern ich einfach, ich mache jetzt das und dann schaue ich, was sich weiter ergibt, ob sich dann irgendwelche anderen Bilder irgendwie dann auch noch daraus ergeben, die ich dann irgendwie auf einem anderen Blatt fortsetze, wenn mir da was irgendwie gut gefallen hat. Ja, dass ich dann das woanders fortsetze. Zum Beispiel irgendeine Form oder so, oder irgendeine Farbe, irgendeine Technik. Also zum Beispiel mit Acryl habe ich dann mit so einem Kamm auch so Kreise reingemacht. Dann habe ich das nochmal bei einem zweiten Bild weitergemacht. Mit dieser Struktur, mit dem Kamm. Und dann mit einem Spachtel dann auch einfach so irgendwelche Linien einfach so reingekratzt. Und dann meine Hand in die Farbe rein bei dem zweiten Bild und auf ein drittes Bild dann meinen Handabdruck dann so nochmal abgesetzt. Und da habe ich dann wieder drumherum irgendwie was dann erschaffen. Also aus dem einen Bild ist irgendwie so dann das nächste entstanden. Ja, ich finde, es hat mir richtig gut getan, weil ich da halt so kaum verkopft war. Und ja, habe ich dann vor kurzem noch auch so versucht beim Zeichnen, also beim Malen, dann mit Aquarell so Farben zuzulassen, die ich teilweise auch so mit schwierigen Dingen verbinde. Zum einen ist es die Farbe Lila, obwohl ich lila Töne eigentlich mag, also so Flieder finde ich zum Beispiel schön oder so Blau-Lila mag ich auch. Aber Lila war halt die Lieblingsfarbe von meinem Vater. Und deswegen war ich da sehr lange so anti-Lila. Und ja, dann habe ich mit Aquarell einfach so auch da eben mit Lila gemalt. Dann ein bisschen Blau dazu. Einfach so, ich habe viel zu viel Wasser benutzt. Also das ist wirklich alles so umhergeflossen. Ich hoffe, also ich habe das Bild noch nicht abgeholt, das muss ich noch machen. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht sich auf der Holzplatte festgeklebt hat, weil ich so viel Wasser benutzt habe. Weil ich halt wirklich so nass in nass gemalt habe. Ja, und ich dann einfach so irgendwie Farbtupfer hingemacht habe. Und das ist alles einfach so verflossen. Und ich konnte gar nicht so alles direkt steuern, wie das jetzt am Ende aussieht. So zu einem gewissen Grad schon, aber eben so ganz genaue Details kann ich eben nicht steuern. Und genau, dann habe ich da auch noch die Farbe Rot einfließen lassen. Ein klein bisschen schwarz, was ich dann irgendwie auch so mit Schmerz verbunden habe. Wo ich so irgendwie davor auch so ein bisschen die Angst hatte, wenn ich das jetzt mache, dass ich dann eben in diesem Gefühl quasi stecken bleibe und sich das dann irgendwie alles ja, aufbauscht. Also, dass ich das dann nicht irgendwie rauslasse, sondern dass sich das eher verschlimmert, wenn ich das mal. Das war irgendwie dann gar nicht so. Weil ich habe das eher irgendwie zugelassen. Also, ich habe mich mit dieser Angst vor dem Gefühl irgendwie konfrontiert. Ja. Genau, in den anderen Therapien in den letzten Tagen, in der Ergo, habe ich mit Speckstein gearbeitet. Ah ja, was ich sonst noch so auf dem Zimmer gemalt habe, beziehungsweise mit dem Mitpatienten. Letztens, da habe ich so eine Maus gemalt. Eigentlich gezeichnet, nicht gemalt. Die hat so Flügel, so eine Mischung zwischen ja, Schmetterlingsflügeln und Flügeln mit Federn. Und die fliegt gerade so hoch Richtung Mond und Weltall. Und dann nochmal so eine Maus, die schläft gerade. Und aus der wachsen so lauter Pflanzen, so Bäume und Blumen und so. Werde ich vielleicht auch noch genauer ausarbeiten. Das ist bisher nur eine Skizze. Ja, das Bild für meinen Freund ist noch nicht fertig. Ein Speckstein, was ich da gemacht habe, da habe ich ihm so einen Grünstein gemacht.
quasi so als Art Glücksbringer oder so, mit so einer Katze und einer Maus, ein Herz in der Mitte. Und dann habe ich noch für eine Kette mir einen Anhänger gemacht mit einem Ohmzeichen. Ja, ansonsten war ich halt eben allgemein mehr so am Üben, irgendwie auch mein Herz zu öffnen. Ja, und eben auch dieses Schwierige, was hochkommt, zum Beispiel Angst, eben nicht wegzudrücken, sondern mir zu sagen, dass es eben da sein darf. Weil wenn man was weghaben will, dann bauscht sich das eher auf. Und dann kommt zum Beispiel eher zu diesen Gefühlsausbrüchen und Panikattacken und sowas, was ich zu Hause dann öfters hatte. Ja, und habe auch mit meinem Freund geredet und auch selber so gesehen, dass eben zu Hause auch mein inneres Kind ziemlich laut geworden ist. Und ich dann halt auch in diesen kindlichen Mustern wieder drin war. Also nicht, ja, auf einer Ebene von einem Erwachsenen war, der einen gesunden Umgang mit Gefühlen hat, sondern in diesen, weiß nicht, als Kind schreit man ja dann rum, fängt an zu weinen oder sowas, und das ist dann bei mir tatsächlich auch wieder aufgetreten, was ich eigentlich auch so völlig von mir gar nicht mehr gewohnt war. Also das war jahrelang eigentlich nicht mehr der Fall, und das ist jetzt diesen Sommer beziehungsweise Herbst ja wieder passiert, weil ich einfach unter so einer Anspannung stand und alles. Und ich dann irgendwie wieder in dieses Muster eben, oder mehrere Muster, reingerutscht bin. Ja, und ich versuche jetzt eben auch, ja, für mein inneres Kind da zu sein. Also diesen verletzten Anteilen, weiß nicht, für die da zu sein und sagen, dass das eben auch da sein darf. Das eben nicht, weiß nicht, irgendwie auch abzuwerten. Das habe ich letzte Woche zeitweise nicht so gut hingekriegt. Da habe ich mich zum Beispiel immer wieder auch so ziemlich über meine Angst geärgert, dass sie gerade da ist, und ja, also mich so ziemlich dran gestört. Und dadurch ging es mir dann irgendwie auch schlechter, und dann ging es mir ein paar Tage eher nicht so gut. Ja, aber ich finde, also wenn ich das akzeptiere, dann komme ich irgendwie da persönlich eher weiter, als wenn ich das halt eben so wegdrücke. Ja, genau. Und ja, ich versuchte eben so diesen Mittelweg zu finden, dass zum einen dieses Kindliche und Verspielte seinen Platz findet. Andererseits aber auch dieser erwachsene Anteil in mir da ist, der besser mit schwierigen Situationen umgehen kann als jetzt so ein Kind, was ja, damals zum Beispiel auch ziemlich überfordert war und so, dass die halt irgendwie zusammenarbeiten. Ja, genau. Und letztens in der Vogelschaukel, hier gibt es auch so einen Spielplatz, kam ich dann zum Beispiel auch auf die Idee, beim Schaukeln zu meditieren. Das war dann auch mal lustig. Und habe mir dann so die Sterne angeschaut, weil es war abends. Ja. Ansonsten war es so, dass ich dann auch mich so ein bisschen hingekriegt habe, bei anderen Mitpatienten zu öffnen. Noch nicht so arg, aber zumindest so ein bisschen. Da war eine Patientin, von der eigentlich meine Angststörung ja ziemlich getriggert war, weil ich irgendwie die Sorge hatte, dass sie so ein bisschen asozial sein könnte. Habe ich aber angefangen, mit ihr zu reden, und die ist eigentlich voll nett. Und sie hat mir erzählt, dass sie auch schon 21 Mal LSD genommen hat. Ja, und tatsächlich auch nur positive Erlebnisse hatte. Und auch schon eben, ja, dieses Gefühl in sich hatte, irgendwie Buddha an sich zu spüren.
Also, ja, der wirklich so richtig tiefgreifende Erfahrungen hatte. Ja, also, ich weiß nicht, so kann man sich vom Ego täuschen lassen. Am Anfang dachte ich irgendwie so, weiß nicht. Die hat auf den ersten Blick, dachte ich irgendwie so, dass sie eher irgendwie oberflächlich wäre oder so. Aber ja, mein Kopf hatte halt einfach überhaupt gar kein Recht damit. Ansonsten ist es auch so, ich lese oder habe jetzt auch ein Buch von Richard David Precht gelesen, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und eine Stelle fand ich ganz interessant, obwohl ich schade fand, dass er jetzt nicht so auf die holistische Weltansicht eingegangen ist. Aber was ich interessant fand, ist, dass der Verstand im Prinzip durch vergangene Gefühle entsteht. Das heißt, das Denken ist eigentlich nie irgendwie komplett neutral oder so. Das ist eigentlich immer so mit Emotionen oder so verknüpft, auch unsere ganzen Moraleinstellungen oder ja auch Argumente in Diskussionen basieren eigentlich nie wirklich so direkt auf Fakten, sondern eher auf Gefühlen. Und je nachdem, wie unser vorheriges Gefühl ist, danach suchen wir dann eher passende Fakten, die da dem entsprechen, anstatt dass man da irgendwie neutral rangeht. Ja, und das heißt eben auch, wenn man zum Beispiel jetzt nicht so einen guten Umgang mit Gefühlen hat, also nicht so gut auch damit umgehen kann, das ist dann halt eben auch den Verstand ja enorm beeinflusst. Es ist so ein Wechselspiel. Ja, deswegen denke ich, dass man halt auch weniger in diesem verkopften Denken ist, wenn man halt so merkt, dass Gefühle lernfähig sind, also eben auch besser mit schwierigen Situationen umgeht und ja, besser mit Gefühlen umgehen kann und dadurch eben auch sich der Verstand eben verändert, dass man da bewusster ist. Ja, und das übe ich gerade. Also, ja, einfach eben diese Sachen, alles Mögliche zuzulassen, was ich ja schon vorhin gesagt habe. Ja, genau. Dann habe ich letzte Woche auch noch meine beste Freundin getroffen und meinen Bruder. Der hat mir auch ein paar lustige Geschichten dann erzählt. Es war wirklich so an dem Tag, da ging es mir eigentlich gar nicht gut, weil ich ziemlich in der Angst tatsächlich drin war. Und habe ich meinen Bruder gesehen und ich war tatsächlich dann sofort auf diesen Hochspannungsbereich vom Borderline wieder unten und musste lächeln. Ja. Und dann am Wochenende war ich zuerst bei meiner Mutter. Wir wollten backen. Ich war zuerst ziemlich hyperaktiv irgendwie drauf. Hab meinen Bruder geärgert. Weil wir hatten so am Abend noch so geschrieben. Weißt du noch, wo wir uns früher immer unter hässlichen Sachen so markiert haben und gesagt haben, das bist du. Und dann hat er geschrieben, dass er das vermisst. Und dann habe ich am Tag darauf eben angefangen, die ganze Zeit zu ärgern. Ja, ich finde es voll schön. Wir haben eigentlich mittlerweile so voll das gute Verhältnis zueinander. Also von der Vertrauensbasis oder so her. Weil als Kinder haben wir uns so gehasst. Aber irgendwie hat sich das so entwickelt. Weiß nicht. Es ist halt einfach überhaupt nicht mehr so. Also
dass mir mein Bruder halt auch ziemlich wichtig ist. Ja, mein Bruder weiß, dass ich für ihn da bin. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann irgendwie aber, nachdem diese Hyperaktivität vorbei war, ich total müde wurde. Und irgendwie ging es mir dann irgendwie auch nicht ganz so gut. Und dadurch hat halt meine Mutter erstmal alleine weitergebacken. Das war dann halt auch ziemlich blöd für sie, weil sie hat mir dann auch gesagt, dass sie sich eigentlich anders vorgestellt hat und ja eigentlich jetzt gemeinsam mit mir backen wollte. Und ja, habe ich mich auch bei ihr entschuldigt. Das hat dann aber auch ziemlich viel mehr getriggert. Und ich habe dann tatsächlich auch kurz angefangen zu weinen. Allgemein war am Wochenende tatsächlich so ein ziemliches, keine Ahnung, Gefühlschaos von den Stimmungsschwankungen her. Also es ist irgendwie sehr viel aus mir rausgekommen. Also ich habe echt insgesamt ziemlich viel geweint. Ja, ich habe mir halt ja ziemlich viele Gedanken dann wegen meiner Mutter gemacht. Und bin dann nach Hause zu meinem Freund. Und dann hatten wir erstmal tatsächlich auch ein richtig tolles Gespräch. Er lag so mit dem Kopf auf mir drauf und ich habe so seinen Kopf gestreichelt. Und ich weiß nicht, das Gespräch hat einfach so richtig gut getan. Ich weiß auch nicht. Das hatte ich auch so richtig so vermisst, sowas. Ja, dann hat er mir aber gesagt, dass er eben, ja, was konsumiert hatte. Und das fand ich dann nicht so toll. Weil ich dann dachte, dass wir eben jetzt nur auf dieser Ebene gerade waren, wegen der Substanz. Und es eben nicht so von selber irgendwie gekommen ist, sondern nur, weil er jetzt halt nicht komplett nüchtern war. Und dann ging es mir erstmal nicht so gut. Es wurde dann aber wieder besser. Und ich war dann einfach irgendwie voll erschöpft. Weiß nicht, so, wenn man so starke Stimmungsschwankungen hat oder irgendwie alles Mögliche von Gefühlen hochkommt, dann bin ich immer wieder einfach ziemlich platt. Mein Kopf hat gerade gesagt, wie ein Kaugummi. Ja, und auf jeden Fall war es eigentlich erst 19 Uhr. Aber ich habe mich dann irgendwie einfach ins Bett gelegt. Mein Freund musste noch kurz was einkaufen gehen, bevor der Laden schließt. Ich bin dann aber nicht mitgekommen, weil ich einfach zu K.O. war. Und irgendwie habe ich mir gesagt, dass ich jetzt einfach entspanne und scheiß drauf, wenn ich jetzt schon einschlafe und keine Ahnung. Und irgendwie dadurch, dass ich so K.O. war, konnte ich irgendwie innerlich nicht mehr ankämpfen gegen alles Mögliche. Also gegen alle möglichen Gedanken irgendwie ankämpfen oder irgendwelchen Gefühlen, die schwierig für mich sein können. Also da war dieser ganze innere Widerstand weg. Und ich habe dann irgendwie immer mehr losgelassen und habe dann tatsächlich für ein paar Sekunden wieder die Erleuchtung in mir gespürt. Also es ist, Worte sind eh nie die Sache an sich selbst, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe mich so komplett leicht gefühlt. Ja, es kam ziemlich viel Freude hoch. Also es war auch irgendwie so eine innere Ruhe und Entspanntheit einfach da. Einfach so ein entspanntes, ich kann das nicht nachmachen, aber vielleicht wisst ihr, wie ich meine. Keine Ahnung.
nach ein paar Sekunden war dann aber wieder so dieses hinterfragende, verkopfte Denken da, was sich halt so gefragt hat, was passiert denn da gerade? Aber dennoch haben die paar Sekunden irgendwie ausgereicht, dass ich dann eben in dieser Art Vorstufe war. Heißt, ich war dann immer wieder auch ziemlich in diesem Fluss, würde ich mal sagen. Und ein Freund hatte auch noch später dann so gesagt, weil ich irgendwie so gesagt hatte, dass ich irgendwie gerade gar nicht so viel tun will irgendwie. Je weniger man tut, umso mehr geschieht. Und das ist irgendwie auch ein cooles Tattoo, wäre so. Ja. Und genau, also irgendwie, ich habe dann zum Beispiel geredet, ohne wirklich da jetzt so drüber nachzudenken. Und die Ideen und so weiter, die jetzt irgendwie in meinem Kopf waren und ich nicht automatisch ausgesprochen hatte, waren eben nicht mehr auf diese verkopfte Art und Weise da. Und genau, mein Freund hatte irgendwie was gesagt, irgendwie mit irgendeinem Satz und ich und nachher war, glaube ich, in dem Satz oder so. Und irgendwie erschien mir das dann so voll lustig. Einfach wegen diesen ganzen Konstrukten vom Ich und diesen Konzepten von Zeit. Und mein Freund hat dann auch zu mir gesagt, dass er mich liebt. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich ihn liebe, weil ich wusste, dass mein Ego ihn auf jeden Fall liebt. Passender wäre aber, glaube ich, gewesen, einfach ohne das ganze Ich und Du einfach nur Liebe zu sagen. Ohne dieses, ja, ganze Drumherum. Ja, und ich fühle da, ja, auch bei meinem Freund, wenn ich in so einem Zustand bin, weiß nicht, eine ziemliche Verbundenheit einfach. Also, so diese, meine erste Verbundenheitserfahrung war ja mit dem Toaster, aber jetzt auf Personen betrachtet, dass sich das irgendwie aufgelöst hat, dieses Ich-Konstrukt, also, oder transzendiert hat, besser gesagt, war tatsächlich mit meinem Freund. Und dadurch, weiß nicht, es fühlt sich so an, als könnte man auf einer Gefühlsebene her fast schon in die Seele von den Menschen hineinsehen. Jetzt nicht so, dass man irgendwie weiß, was irgendwie jeder Gedanke von der wäre oder sowas. Aber man ist da einfach so gefühlsmäßig auf so einer unglaublichen Ebene. Also nicht nur dieses Normale in sich in jemanden hineinversetzen und dieses normale Mitgefühl, was man irgendwie auch im Alltag haben kann, sondern es ist wie so eine Flut, was da durch eingehen kann, finde ich. Ja. Das erste Mal so eine Erfahrung hatte ich letztes Jahr im Sommer, weil da war ich auch immer wieder so kurzzeitig in der Vorstufe von der Erleuchtung. Komplett losgelassen hatte ich nicht, aber mein Bewusstsein war nicht mehr so in diesem normalen Alltagsdenken, würde ich sagen. Ja, und dann hatte ich eben
irgendwie das Gefühl, damals auch wirklich so, und es war das erste Mal mit einer Person, dass ich so wirklich so in dieses Herz von der Person irgendwie reingucken kann. Oder nenn mir das Seele. Ich weiß es nicht, ob es eine Seele gibt. Es ist möglich. Obwohl das ja natürlich auch irgendwie nur ein Wort und ein Konzept an sich ist, was die eigentliche Sache an sich nicht fassen kann. Aber ja. Genau. Und ich habe dann irgendwie auch so gefühlt, sagen wir mal, wie so dieses Herz ist. Und um dieses Herz waren jetzt so bildlich gesprochen irgendwie so eine Art Dornranken, wodurch das Herz eben ja nicht frei war und sagen wir mal überhaupt kein Licht dahin durchgedrungen ist. Und ich denke, wenn man halt eben diese Dornen löst, es tut erstmal ziemlich weh, weil das natürlich auch irgendwelche Schutzmechanismen sind. Aber dadurch kommt halt eben auch wieder Licht zum Herzen. Oder, keine Ahnung, Liebe, je nach, wie man es nennt. Das sind, ich weiß nicht, man fühlt wieder mehr. Es kommt wieder mehr Freude, weil man da eben innerlich nicht so verschlossen ist. Genau, und diese eigenen Dornen bei mir versuche ich ja gerade auch immer wieder rauszuziehen. Weil ich merke halt, wenn ich nur im Zimmer hocke und mit niemandem rede, das tut mir nicht gut. Also, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ein geselliger Mensch. Ich brauche auch immer wieder Zeit für mich, aber an sich rede ich gern mit Menschen. Und es ist eigentlich nur die Angststörung, die macht, dass ich dann irgendwie immer wieder so komplett still werde. Ja, und mich dann auch Leute immer wieder auch eher als still beschrieben haben. Aber eigentlich so in mir, also jetzt zum Beispiel im Kopf, waren dann immer in solchen Situationen 1000 Gedanken, was ich irgendwie auch am liebsten irgendwie so dazu gesagt hätte oder so. Aber an sich ist dann irgendwie einfach kein Wort rausgekommen. Ja, und versuch eben jetzt, ja, mich mehr zu öffnen. Genau, was war ansonsten noch? Genau, an diesem einen Abend bin ich dann aber irgendwie immer wieder aus diesem ruhigen Zustand rausgerutscht. Und wurde Stück für Stück immer verkopfter. Also das ging nicht auf einmal, aber so Stück für Stück wurden die verkopften Phasen halt immer mehr. Bis dann halt wieder nur noch das da war. Das war dann, ja, irgendwie auch ziemlich frustrierend. Und am nächsten Tag habe ich dann auch wieder angefangen zu weinen. Aber ich hatte nicht, also es kam wirklich sehr viel raus. Ich habe wirklich sehr viel Leid gespürt und irgendwie kam ich gar nicht direkt aus dem Leid raus erstmal. Aber irgendwie bin ich nicht zu diesen kompletten Nervenzusammenbrüchen gekommen, die ich davor ja immer wieder hatte, so zu Hause. Also ich sehe da auf jeden Fall so einen kleinen Fortschritt. Ja. Und später ging es mir dann auch tatsächlich wieder besser. Und abends hatte ich mich dann auch noch getraut, allein kurz durch den Weihnachtsmarkt zu laufen, bevor ich zur Klinik zurück bin. Ja. Abends war ich dann aber ziemlich K.O. wieder. Dann diese Woche war ich montags und dienstags ziemlich erschöpft. Mehr war das irgendwie alles ziemlich viel. Also auch, was ich so noch
vor mir habe, was ich gerade alles so Mögliche auch aufarbeite aus der Vergangenheit, wie ich das hinkriegen soll und dann auch mit dem Termin. Weil ich hatte mich jetzt zusätzlich noch für so einen Meditationskurs hier angemeldet. Der geht 8 Tage, dann hat man Montag bis Freitag diese Woche und dann noch 3 Tage in der nächsten Woche. Weil im Zimmer hatte ich, da ist eine andere noch dazugekommen, dann fiel es mir schwerer, da im Zimmer zu meditieren. Ich hatte dann zwar von den Therapien her auch sowas wie Tai Chi, was ziemlich gut war, aber im Zimmer halt habe ich das dann eher erstmal vernachlässigt. Und am Montag hatte ich dann das erste Mal Therapie und irgendwie, das erste Mal Meditation und irgendwie, ich bin da irgendwie nicht so gut reingekommen. Es war anfangs richtig anstrengend tatsächlich, weil da eben diese ganzen Widerstände waren. Später war es dann besser. Also ich würde sagen, dass ich da mit mehr Energie rausgegangen bin, als ich reingegangen bin. Aber irgendwie, weiß nicht so, wenn es irgendwie darum ging, irgendwelche Angelegenheiten jetzt zu klären, also auch so papierkrammäßig und so, kommt mir gerade immer wieder auch noch ziemlich viel Stress hoch. Das war dann am Dienstag wieder der Fall. Und Tag war halt einfach auch wirklich ziemlich vollgepackt. Und ich wusste gar nicht, wie ich das alles hinkriegen soll, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe jetzt gar keine Zeit irgendwie auch noch für mich. Habe ich einen der Termine dann auch noch abgesagt und hatte dann noch ein Gespräch mit dieser einen Therapeutin wieder. Es war dann auch ein bisschen die Überwindung, so die danach zu fragen, aber das Gespräch hat mir ziemlich gut getan. Also mir ging es danach besser. Ich habe mich nicht mehr so arg unter Druck gesetzt. Also, dass ich einfach nicht so streng zu mir selber bin. Dann war ich wieder bei der Meditation. Es war besser als am Montag. Aber bei den Gehmeditationen, also es wechselt da immer so zwischen verschiedenen, macht es nicht so am Stück eine, sondern so verschiedene. Bei den Gehmeditationen war ich dann nicht so direkt bei mir, sondern war dann auch so ein bisschen verkopft, so von der Geschwindigkeit zum Beispiel, wie ich jetzt laufe, weil ich eher langsam war, dass ich das dann jetzt irgendwie hinter mir stauen könnte oder so, weil wir im Kreis halt gelaufen sind. Und da bin ich einmal fast deswegen gestolpert, weil ich so gedanklich eben war, so dass ich die anderen jetzt irgendwie aufhalten könnte oder so. Und dann war ich erstmal noch mehr verkopft, weil mir das unangenehm war. Später wurde es dann aber besser. Beim Meditieren haben wir auch immer wieder so uns selber so Sachen gesagt, beziehungsweise der das angeleitet hat, hat es gesagt, so beim Ausatmen loslassen. Dann, also beim Herzen dann niederlassen, so beim Bauch dann eins werden, beim Unterleib und dann beim Einatmen neu werden oder neu werden lassen. Und irgendwie konnte ich dann irgendwie auch so bestimmte Themenbereiche, die damit zu tun haben, in mir so fühlen und hatte die auch so vor mir und habe dann die aber dann nicht weggeschoben, sondern gesagt, das kann jetzt gerade da sein und
Also, ich weiß nicht, irgendwie, also ich habe dieses Loslassen und neu werden lassen, also alles Mögliche auf gewisse Themenbereiche dann auch bezogen und irgendwie, es hat mir, glaube ich, auf jeden Fall geholfen. Also sich nicht nur das als Worte dann irgendwie hier so einzuhämmern, sondern das auf einer Gefühlsebene zu machen. Sich da wirklich so reinzufühlen. Ja, dann, was war sonst noch so? Habe ich was vergessen? Dienstagabend war ich dann aber ziemlich getriggert. Also eigentlich ging es mir dann ja erstmal ganz gut nach der Meditation und nach dem Gespräch. Damit Patientin ging es überhaupt nicht gut. Und das hatte mich dann ziemlich getriggert. War ich ziemlich angespannt und Angst. Ja, und ich war auch am Überlegen, dann selber zur Pflege zu gehen, aber da waren dann halt auch Komplexe da. Also so bei Notfällen oder so gehe ich schon zur Pflege. Ich weiß nicht. Jetzt zum Beispiel bei Flashbacks bin ich bisher jetzt nicht zur Pflege gegangen, was ich vielleicht mir aber mal angewöhnen sollte, dass ich mich halt da eben auch traue, ein bisschen mehr zu öffnen. Ansonsten habe ich dann am Mittwoch die Station wieder gewechselt auf eine psychosomatische Station. Ja, wo ich jetzt gerade hier bin. Ja, da hatte ich dann auch mein Vorgespräch. Und ja, ansonsten habe ich nachmittags noch einen Kumpel getroffen und meinen Freund. Ja, dann hatte ich wieder Meditation. Und ich habe mich beim Meditieren dann so, ich habe wieder so ein bisschen dieses Loslassen gespürt und war eben viel weniger verkopft und auf einer anderen Bewusstseinsebene jetzt so als im Alltag. Es war jetzt auf jeden Fall noch nicht so, dass ich so komplett losgelassen hatte, aber weiß nicht, davor war es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie schlucken musste während Meditieren, dass mir das dann so ziemlich unangenehm war. Weil, ja, ich dann halt quasi so, vielleicht die anderen jetzt irgendwie mit dem Geräusch abgelenkt habe oder so. Und irgendwie hat mich das dann an dem Tag aber irgendwie nicht mehr so viel gekümmert. Wenn das passiert ist, dann war das halt einfach so. Ja. Und, abends ging es mir dann tatsächlich so gut, dass ich dann so während dem Abendessen und auch noch eine Stunde nach dem Abendessen dann einfach am Tisch mit zwei Mitpatienten saß und dann ewig lang mit denen über alles wirklich so geredet habe. Hauptsächlich so über Erziehung, dann auch noch so über Religion. Zum Beispiel sollte man jetzt Kinder religiös erziehen. Ja, dann weiß nicht, allgemein auch noch so Erziehung, wie das allgemein irgendwie einen prägen kann. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das irgendwie, ich weiß nicht. Also es war auf jeden Fall so voll das lange Gespräch und eigentlich voll ungeplant. Ja. Und ja, ich habe dann irgendwie danach bemerkt, obwohl ich vom Stress wieder so ein bisschen angefangen hatte, bunte Lichter zu sehen, weil ich dann auch ein bisschen so über Traumata geredet habe und unangenehme Themen bei mir.
Ich habe danach meinen Tinnitus erstmal ein paar Minuten nicht mehr gehört. Ja, vielleicht entsteht sowas halt einfach durch diese innere Verkrampfung und wenn man sich öffnet, dann entkrampft sich ja was, würde ich sagen. Und man ist nicht ganz so dann angespannt und ja, da war der Tinnitus erstmal ein bisschen weg. Ja. Ich glaube, that's it. Fällt gerade nicht mehr ein, was ich irgendwie noch labern könnte. Ach ja, doch. Ich habe das erste Mal so das Gefühl gehabt, irgendwie auch das innere Kind von meinem Vater von mir zu sehen. Wie das eben auch dazu geführt hat, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Bin auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich wieder ihn mal treffen sollte nach all den Jahren, weil ich seitdem eigentlich auch mit der ganzen Familie väterlicherseits gar keinen Kontakt habe. Bin mir da noch so ein bisschen unsicher, wie ich das mache. Aber an sich überlege ich das. Ja, und ja, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe eben jetzt mehr Zugang zu der Farbe Lila, weil hier früher habe ich so alles Mögliche abgelehnt, was so mit meinem Vater zu tun hatte. Und ich bin gerade dabei, das irgendwie ja, mehr zuzulassen. Genau. Kommentare und so werde ich mal am Wochenende hinschauen, wenn mir irgendwas geschrieben hat. Und was Instagram angeht, ich habe seit jetzt ein paar Wochen so ein Übergangshandy, weil mein altes Handy bei der letzten Goa kaputt gegangen ist. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut hätte oder so, sondern irgendwie ist der Bildschirm einfach immer mehr angelaufen. Und also zuerst pink, dann lila und dann war er schwarz. Und ich konnte nichts mehr bedienen. Also ja, ich habe so ein Übergangshandy jetzt gerade. Und da tut Instagram nicht. Deswegen kommt da gerade nichts. Also ja, vielleicht, wenn ich ein anderes Handy dann habe, tue ich vielleicht auch ein paar von den Bildern posten, was ich gerade so zeichne. Wenn es fertig ist und so. Aber ja, brauche ich halt erst wieder ein anderes Handy. Ja, und mit Ayahuasca, das haben mein Freund und ich hervor, er hat es ja schon mal gemacht. Theoretisch wäre dieses Wochenende ein Retreat. Da gehen wir aber wahrscheinlich nicht hin, obwohl wir es eigentlich so vom Geld hingekriegt hätten. Die machen dann momentan Winterpause. Wahrscheinlich gehen wir dann eher im März hin. Ja, ich denke, dass mich das auf jeden Fall auch voranbringt. Ich will aber irgendwie auch es mehr hinkriegen. Auch, also ich habe ja auch immer wieder nüchtern Zugang zu so Ego-Transzendenz-Erfahrungen gehabt. Und ich würde es gern irgendwie auch ja, so mehr nüchtern aufrechterhalten können. Also, dass ich da jetzt irgendwie länger drin bleibe als jetzt am Samstag. Also, ich weiß nicht, ich finde so Substanzen können auf jeden Fall schon Hilfsmittel sein. Aber ich mag nicht von irgendeiner Substanz irgendwie in irgendeiner Form abhängig sein. Selbst wenn das jetzt nicht körperlich ist. Um irgendwas zu erreichen und ich finde, ich schaue gerade, dass ich, ja, abgesehen ist von CBD, ja, und ich nehme Duloxetin Antidepressiva, aber ansonsten halt gerade jetzt die nächsten Wochen ohne Substanzen so jetzt im Alltag erstmal so weiterkommen und dann vielleicht mit Psychedelika erst weiterschaue.
Ja, und dass ich so erstmal im Alltag das hinkriege, alles Mögliche ja, in mir zu stabilisieren, würde ich sagen. Ja, also. Dann sieht man sich beim nächsten Mal.